Ja, hallo, das ist jetzt mein erster Podcast auf Deutsch. Und es ist mir eine totale Ehre, weil noch dazu bin ich diesmal der Moderator und du der Interviewte. Ich bin hier mit Norbert. Wir kennen uns jetzt seit einem Jahr genau. Das erste Interview bin ich auf dem Berg gestanden mit dem Mobiltelefon, weil wir haben Waldbrände gehabt in Kalifornien und war keine Genau. Rezeption. Und ich war, glaube ich, auf Standbild in deiner Sendung. Ja. Und der Daniel war live bei dir. Und dann haben wir uns wieder in Zürich getroffen, vor Auf einem der halben Jahr, der Lebenskraft dann. Lebenskraft. Ja, Und da haben genau. wir uns kennengelernt und dann habe ich deine Story erfahren. Und die hat auch sehr mit uns resoniert. Und jetzt bin ich ganz eigentlich gerührt und happy, dass ich dich interviewen darf als Moderator. Ist auch schön, hat sich gut die Gelegenheit ergeben hier in Wels. Ja. Und toll, erstmal danke, dich wiederzusehen und faszinierendes Thema mit diesem Love-Tuner. Und ja, Schwingung und Frequenz ist der Punkt, sage ich, den jeder Mensch im Leben irgendwann mal antrifft. Und ich sage immer, dann kommt bei dir die Entscheidung. Willst du in der alten dreidimensionalen Welt weiter rumwurschteln, also alles das, was wir als Materie bezeichnen, für dich nur Thema ist? Oder siehst du über den Tellerrand hinaus und siehst, dass das Leben nicht aus Materie, also verdichteter Energie besteht, sondern alles Schwingung ist? Und wenn als der Urgedanke sich mal in mir gesetzt hatte, und ich bin ja einer durch meinen Beruf natürlich bedingt, wenn ich an was danach gefressen habe, dann gehe ich da drauf los, dann wird alles gecheckt, was damit zu tun hat. Und dann kommst du natürlich auf viele Aussagen auch von bekannten Wissenschaftlern, die in aller Munde sind, die immer wieder uns das schon gesagt haben, dass das Leben aus Schwingung besteht. Und ich glaube, dass diese Erkenntnis bei den Menschen eine ganz große Veränderung hervorruft. Weil in dem Moment, wo ich mich auf die Seite dieser Schwingung begebe, habe ich immer nur ein Ziel: meine Schwingung zu erhöhen. Denn wir wissen, wir können heute alles erreichen, wenn wir uns selbst hochschwingen. Und da hast du natürlich den Menschen ein Werkzeug gebracht. Also, ich habe gesagt, das Einzigste, was vielleicht noch eine Alternative gewesen wäre, wäre so ein Frequenzpulser. Das ist so ein Gerät, was du vor dir auf den Tisch stellst, der schreit 528 und wuff, wuff, wuff. Aber hier hast du natürlich viel mehr Effekte in einem Instrument, wenn ich es mal so bezeichnen darf, vereint. Es ist das eigene Tun. Also ich will bewusst diese Frequenz. Es ist die Aufnahme. Und was wir ja gestern gesehen haben an diesem Inspiration Day vom Love Tuner, wie unfassbar die Menschen reagieren, wenn plötzlich so ein ganzer Raum sich mit dieser Schwingung füllt. Sie Tränen ausbrechen. Und das war ja bei mir auch der Effekt. Das war ja das überhaupt, wo ich sage, boah, Moment mal. Ich kannte viel von Schwingung und Frequenz natürlich, weil ich durch meinen Job, klar. Und damit fing es eigentlich an. Mit Wasser. Ja. Das sollten wir jetzt ganz kurz machen. Wir tun erstmal ins Wasser rein, gemeinsam. Und der Norbert hat ein unglaubliches Wissen über Wasser. Und du hast ja auch den Emoto schon bei dir in der Sendung Symposium gehabt, gehabt, genau. war schon bei mir im Und Symposium. möchte auch ganz kurz vielleicht auf den Frank eingehen, weil der den Kristall jetzt auch für den Love Tuner gemacht hat. Aber jetzt tun wir mal ins Wasser und dann erzählst du dein Was da Knowledge, was, ja, passiert? genau, was da passiert. Genau. Dann zum Wohl. Zum Wohl. Es ist unglaublich, also für die Menschen, die uns zuschauen, das kann jeder selbst testen. Wir wissen ja heute, dass Wasser ein lebendiges Medium ist. Und wenn du Wasser unter Druck setzt, also pumpst oder durch Metallleitungen, dann fühlt sich das Wasser unwohl. Was macht es? Das ist so, wie wenn du dich unwohl frierst und wenn du frierst, macht dein Körper so. Und das Wasser hat ja Moleküle, das heißt zwei Wasserstoff-, ein Sauerstoffmolekül, die mit Wasserstoffbrücken verbunden sind. Und wenn die unter Druck geraten oder unter Metall, dann kleben die wie zusammen und das nennt man Cluster. Und wenn das Cluster im Wasser so groß ist, weil die alle da drin zusammengebündelt sind, kann das Wasser nicht mehr in die Zellen. Wie soll das gehen? Die Zelle ist so groß und der Cluster ist so. Ergo. Und jetzt geht man hin, füllt ein Glas Hahnenwasser, probiert das auch mal, wie es schmeckt. Nimm dann den Love Tuner und tune das Wasser und was passiert? Die Cluster lösen sich in Sekundenbruchteilen auf. Geschmacklich heißt es, das Wasser wird viel weicher und runder. Und gerade
wenn Zuschauer und Zuhörer mit älteren Menschen zu tun haben, die haben es ganz schwer, zum Beispiel mineralisiertes Wasser zu trinken und dann noch mit Kohlensäure. Warum? Es ist hart. Mhm. Und es ist für die, als wenn die Würfel schlucken müssten. Und das will natürlich niemand. Ja, ja. Und deswegen trinken die viel zu wenig, was im Alter aber viel wichtiger wäre, weil dein Körper viel Flüssigkeit verliert. Ja. Und würden diese Menschen jetzt, die ja oft, weißt, Altenheim, weißt, das ist nicht so sexy, die Nummer, ne? Ja. Wenn du dann natürlich in so einem Bett liegst und bist dann auch schlecht drauf und kriegst dann noch Zeug hingestellt, was du gar nicht willst. Mhm. Und die Erfahrungen, das ist auch was, was ich gerne erzähle. Eine Altenpflegerin, nachdem sie die Sendung gesehen hatte, hat den Love Tuner sich gekauft und hat sich irgendwann gedacht, ach, wenn ich morgens immer in die Zimmer gehe, guten Morgen sagen, dann nehme ich einfach den Love Tuner raus und tun ein bisschen. Dann rief die mich an und sagt, Norbert, also es war das Schönste, was ich in meinem Leben gekriegt habe. Plötzlich ist die Aggressivität der Menschen weg. Wow. Ich komme morgens rein, tun, die lächeln mich an, die reden normal mit mir. Dann habe ich das in der Sendung vom Wasser gesehen, mach das und gebe das ihnen. Und die trinken das Wasserglas, sagt die, in einem Zug runter. Was früher, haben die einen Schluck genommen oder zwei. Und sie sagt, das Ganze hat sich entspannt und sie sagt, sie hat sich auch verändert. Ja. Weil sie so häufig tut, merkt sie das und hat sich verändert. Ja. Und wir sehen wieder die Schwingung. Und wenn ich jetzt das getunte Wasser ja noch trinke, ist ja die Information schon einmal in meinem ganzen System. Und wenn wir jetzt noch tunen, wird das verstärkt. Das heißt, mein Körper resoniert viel stärker drauf, wie wenn ich jetzt keine Flüssigkeit in mir habe. Wie sagt Frank immer, der sieht innen aus wie die Wüste Gobi. Ja. Und das geht da natürlich nicht. Ja. Der Love Tuner ist eine feste Einrichtung. Wir wissen ja auch, dass wir zum Beispiel über unsere geistigen Kräfte reinigen können. Mhm. Unsere feinstofflichen Systeme, unsere Wohnung, Möbel, dein Bett, deine Klamotten, was du willst. Ja. Und dann sage ich, gut, jetzt habe ich das, sage ich, aber jetzt will ich ja in einer harmonischen Schwingung sein. Also, was mache ich? Ich gehe in so einen meditativen Zustand, verbinde mich und weise das System an, die Frequenz dauerhaft in meinem Wohnraum zu installieren. Die Frequenz hören wir ja nur, weil wir es tun, aber theoretisch könnten wir die Frequenz auch geräuschlos übertragen. Ja, ja. Und dann passiert das, dass man in der Wohnung, natürlich habe ich großen Bergkristall und Amethystrosen und die informiere ich. Mhm. Und dann ist die Wohnung grundsätzlich in der Schwingung. Und das Schöne ist, alle Leute, die zu mir heimkommen, die sind dann so 10 Minuten oder sowas da, sie sagen immer, irgendwas ist bei dir anders, man fühlt sich hier so wohl. Jetzt meinen die natürlich immer, das wäre ich irgendwie, weil sie ja zu mir als Mensch gekommen sind. Ist es aber nicht. Wenn dein elektrisches Netz in der Wohnung harmonisiert ist, ja, dein Wasser eine tolle Schwingung trägt. Weißt du, das Gleiche kannst du mit Nahrungsmitteln machen. Ich sage, wenn ihr Suppe kocht, tun rein. Was kannst du denn falsch machen? Und sage ich, während dem Kochen, stell dir vor, du hantierst mit Wasser. Jedes Gericht wird ja mit Wasser irgendwie zubereitet. Ja. Gemüse kochst du. Dann stehst du da und tust nicht nur in den Topf reingucken, sondern dann geht deine Intention, das Liebevolle im Zubereiten der Speisen und natürlich die Frequenz ins Essen hinein. Ja. Und sage ich, und plötzlich sitzen alle um den Tisch rum und lächeln. Ja, absolut. Ist doch schön. Aber du bist ja auch so wie ich. Du bist ja auch jemand, der keinen Wert auf Titel legt. Du hast ja früher viele Titel gehabt als Manager und führender Beratungsexperte etc. etc. Und dann hast du diese Welt hinter dir gelassen. Aber wenn du hier sprichst, wie du dein Umfeld harmonisierst, habe ich einen neuen Titel für dich, der Vibration Master. Du, es ist aber schön, dass auch, und ich merke ja immer, wenn Menschen offen sind, und ich erwarte ja immer auch von meinen Zuschauern nicht mehr als Offenheit. Ja. Ich sage, wir machen nicht eine neue Guru-Geschichte, weil vorher haben sie, was weiß ich, dem und dem zugehört und jetzt kommt plötzlich ein neuer, jetzt hören sie dem zu. Sag ich, dann wechselt ihr ja bloß euren Guru, aber ihr habt nichts gelernt. Und die Menschen sollen ja in die Selbstverantwortung gehen, weil sie eigen entscheiden. Ja. Und wenn du dann natürlich die Position einnehmen kannst, ich sage immer, mein Lieblingsjob ist Informationsvermittler. Absolut. Absolut. Ja. Und hinzugehen und sagen, schaut mal, das könnt ihr jetzt nutzen. Aber das Schöne ist, die Entscheidungen überlassen wir in unserem Denken immer dem Menschen. Wir manipulieren nicht, wir zwingen niemanden zu irgendwas. Und du hast ja auch so wunderbare Resonanzen in Amerika, wo die Menschen das nutzen und plötzlich merken, wie sich ihre Welt verändert.
Das ist vielleicht auch eine interessante Geschichte. Kann ich das mal erzählen mit diesem ADHS-Jungen? Ja, gerne. Das war eine meiner Lieblingsgeschichten. Ja. Also auch eine Frau, die mich dann anrief, nachdem wir ein paar Sendungen über den Love Tuner produziert hatten, hat es dann auch sich gekauft, weil ihr Kind steht unter dem Befund ADHS. Also das Aufmerksam-Defizit-Syndrom. Genau, dieses Kasperreiz, immer so nervös, die Jungs. Und dann sagt sie, früher war es immer sehr schwierig, also es kam von der Schule, hat er seinen Ranzen da in die Ecke gepfeffert und hat erstmal alles Mögliche gemacht und Videospiele und was weiß ich. Und wenn er dann in die Hausaufgaben ging, zwei Zeilen, dann ist er wieder aufgestanden, dann hat wieder was anderes gemacht und so war das immer eine ewige Prozedur, die teilweise einen ganzen Nachmittag gedauert hat, bis der Junge dann letztendlich seine Hausaufgaben fertig hatte. Nicht, weil er es nicht konnte, nein, weil diese Unruhe halt in ihm ist. Dann hat die Mutter gesagt, sie wusste, wenn sie sagt, da macht es, geht er sofort auf Ablehnung. Aber sie sagt, wenn er selbst das entdeckt und will's, dann macht das sehr intensiv. Was hat sie gemacht? Sie hat sich den Love Tuner umgehängt, ist in die Küche gegangen zum Essen vorbereiten und hat einfach das Tunen angefangen. Mhm. Der Junge hörte das, ging in die Küche, schaute seine Mutter und sagt, was hast du da? Und dann sagt sie, einen Love Tuner. Und er sagt, da kann ich das haben. Dann hat sie es ihm gegeben, es war ja eigentlich für ihn, aber er hat es dann selber gewollt. Und dann sagt sie, es war faszinierend zu beobachten, hat er das gleich in die Hand, hat es gar nicht reinstecken gekonnt, hat getunt und hat sofort reflektiert, dass da irgendwas passiert. An seinen Schreibtisch sitzt hin, das hat er so gesessen, hatte den Tuner im Mund, hat die ganze Zeit getunt und hat in einem Zug seine gesamte Hausaufgabe fertig geschrieben. Ja. Die Mutter war baff. Das hat sie noch nie erlebt und seitdem ist der Love Tuner der ständige Begleiter ihres Sohnes. Und jetzt überlegt sie, wie sie diese unsägliche Drogengeschichte da mit diesem Zeug, was sie den Kindern da geben, reduzieren kann und runterfahren. Ist es hier in der Schweiz oder in Deutschland auch so ein Problem, dass Kinder sehr schnell medikamentös behandelt werden? Oder ist es ja, das ist gang und gäbe heute. Weißt, auch teilweise sogar auf Wunsch der Eltern, weil die Eltern die Zeit nicht haben, sich intensiv um ein aktives Kind zu kümmern. Ja. Und dann wird dieses Ritalin, heißt es, glaube ich, das Zeug den Kindern gegeben, dass sie einfach ruhig sind. Ja, in Amerika ist es ja ganz schlimm. Also das ist ja selbst Leute, die wir kennen, die eigentlich, wo die Eltern fast, ich würde sagen, spirituell sind, die Yoga machen, Meditation machen und so weiter. Und dann spricht man mit denen und da passiert genau dasselbe, dass die einfach zum Arzt gehen, zum ganz normalen Arzt, und die werden halt dann, wie auch immer diese Mittel heißen, vom Prozac angefangen, ganz jungen Kindern. Und man weiß, die Kinder werden zerstört. Spiritualität ist gar nicht mehr möglich und vor allem Heilung ist nicht mehr möglich. Das ist halt nur ein Benebungszustand. Und weißt, wir können uns ja nicht jetzt eingraben und verstecken irgendwo, weil jetzt die Welt so schlimm ist, wie sie ist. Ja. Ich sage, suchen wir doch intelligente Lösungen. Genau. Und wo sind wir wieder? Wieder beim Thema Schwingung. Ja. Und wir wissen ja aus Untersuchungen, wie können wir dem Ganzen denn widerstehen? Weißt, diesem Ganzen, du kennst es ja, G4, G5, WLAN, Schnurlostelefone, Radar, GPS. Weißt, du lebst ja den ganzen Tag in einem Gewitter von Frequenzen, die deine Zellen überhaupt nicht kennen. Du bist ein Entwicklungswesen, was über was weiß ich wie viele tausend Jahre sich auf natürlichem Weg entwickelt hat. Und plötzlich ballere ich dein System zu mit sogenannten technischen Frequenzen. Das ist ja keine natürliche Frequenz. Ja. Was passiert? Dein System gerät ins Chaos. Was passiert am Schluss? Krankheit. Mhm. Also was können wir denn tun? Und jetzt, wie gesagt, du bist der Götterbote für mich. Der Love Tuner öffnet unser Herz und wenn wir unser Herz wieder spüren und uns damit beschäftigen, also ich sage immer, lebt die Liebe. Mhm. Also ist das für dich toll, wo leid zu gehen, einen Menschen anzubellen? Oder ist es nicht besser reinzugehen und sagen, guten Morgen, Sie, ich hätte da einen Wunsch, könnten Sie mir vielleicht helfen? Ist eine ganz andere Ebene und keine Konflikte. Und da ist der Schlüssel. Ich sage immer, das ist für mich der Schlüssel der Zukunft. Wenn die Menschen das anfangen zu nutzen und sich auf ihre Herzlichkeit und ihre Liebe besinnen und so agieren, erhöhen sie ihre Schwingung. Und wissenschaftlich bewiesen ist, wenn du deine Eigenschwingung erhöhst, verliert dein Körper an Dichte. Ich sag mal, wenn du jetzt viel billiges Schweinefleisch isst und viel Zucker und dass du dich so belasten, dass deine körpereigene Schwingung runtergeht. Wenn du aber lichte Dinge
Lichtnahrung in dich, pflanzliche Mineralien in dich, weißt, liebevolle Gedanken, ganz wichtiger Faktor. Klar. Und das lebst und dich damit unterstützt, plötzlich wirst du merken, dass es egal ist, ob neben dir zwei Leute sitzen, die mit ihren Mobilfunkinstrumenten da rumballern. Es interessiert dich einfach nicht mehr. Und natürlich das liebevolle Denken. Absolut, ja. Ich sage immer, denke so, wie das tönt. Ja. Und dann bist du auf dem richtigen Weg. Und dann überstehen wir auch alles und haben gleichzeitig als Nebeneffekt noch eine liebevolle Welt. Super, ganz toll. Ich möchte auf eines noch ganz zurückkommen, und zwar, du hast mir erzählt, dass du jetzt auch den Sender neu strukturierst, und ich finde es ja ganz, ganz wichtig, dass es solche Menschen wie dich gibt, die auch dieses Knowledge sharen, und du pickst ja immer die Rosinen raus, wo du auch sehr überzeugt bist, und du bist ja auch ein investigativer Journalist, also du gehst ja da sehr tief rein. Ich kann mich erinnern, wo wir du hast den Love Tuner, glaube ich, durch den Daniel bekommen und hast da monatelang deinen Research gemacht, und das hat ja lang gedauert, bis dann überhaupt die erste Sendung gekommen ist. Und dann bist du aber schon jemand, wenn das was Gutes ist, da springst du ja voll rein in die Bresche und bist auch ein Riesensupporter. Und absolut, wenn ich von was überzeugt bin und merke, wie gut es mir tut, dann ist es doch mein Job, das in die Welt zu tragen. Ja. Und du machst das ja immer selber. Das ist ja nichts da, wo du sagst, okay, in den Love-Tuner blast einmal rein und machst eine Show drüber, sondern du lebst es ja auch, wie du sagst. Und er ist mein Begleiter. Ja. Und wie gesagt, ich bin da sehr dankbar. Du weißt, ich bin auch einer, der gern Gas gibt. Ja. Und da war ich früher relativ aggressiv in der Fahrerei, weil schnell vorankommen, weißt, wenn du so Dynamiker bist. Und wenn heute nur der Ansatz in mir kommt, und wenn du im Auto sitzt, weißt, ist ja easy, oder Stau, weißt, diese Stop-and-Go-Nummer, weißt, da regst du dich immer und sagst, oh, was ist denn los und so. Seit ich den Love Tuner nutzen kann, ist meine ganze Welt auch anders geworden. Und ich merke ja auch, weißt, was mich selbst fördert. Ich will ja auch wachsen, weißt, ich kann nicht da vorne hinstehen und predige die ganze Zeit, weißt, und geht dann halb und saufen Whisky und frisse Steak. Ja. Also, wie du sagst, ich lebe das, und ich möchte auch eine Vorbildfunktion erfüllen, weißt, dass die Menschen sagen, dann guck mal, wie alt ist der? 63, ja, ui. Ja. Der muss aber irgendwas richtig machen, weil der schwitzt wie ein Turnschuh. Ja. So, dann sind wir wieder beim Thema Pillen, ne? Weg. Klar, absolut. Auf eines möchte ich noch ganz kurz reinkommen, und zwar, wir sprechen ja mit der Errichtung von Lichtsäulen und so weiter. Und wir haben ja da über eine gute Bekannte von dir gesprochen, die heute halt ja sehr wirklich in tune ist, wenn man das so sagen kann. Ja. Und gleichzeitig ist es auch aus dem Love Tuner passiert. Wir haben da bei Zufall eigentlich einen Superstar aus Südamerika, der eigentlich erkannt hat, dass er, bevor er auf die Bühne geht, Angstzustände hat. Und dann tunt er halt, und ich habe nicht mal gewusst, wer er ist, aber ein riesen Following, hat er über 30 Millionen Leute. Und es ist ganz witzig, wir sprechen über das, und dann schauen wir rein, was passiert ist gerade in Südamerika, weil einfach die Frequenz so hoch ist. Und Südamerika, man spricht ja davon auch vom Heart Chakra, also ein ganz berühmter, also ein energetisch sehr wichtiger Kontinent. Mhm. Wie siehst du das? Ich meine, das ist ja alles kein Zufall. Nein. Wie man das sieht, wenn uns was zufällt, dann müssen wir ja bloß gewahr sein, sage ich, es auch anzunehmen, und dann ist es richtig. Also, wie ich das sehe, es gibt drei undiskutierbare Faktoren. Da gibt es zwar draußen viel anderes, aber ich kann das alles beweisen. Du kennst mich, du weißt, wie ich arbeite. Diese ganze Klimageschichte, sage ich, ohne Zweifel müssen wir gucken, dass wir unsere Erde wieder sauber kriegen. Also Plastik aus dem Meer, die Luft weniger verschmutzen, die Flüsse und so weiter und so weiter. Aber diese Hysterie mit diesem CO2 und dass irgendwelche Leute meinen, sie könnten die Erwärmung des Planeten aufhalten, ist ein lächerliches Erfangen. Mhm. Und dann geht es wieder nur darum. Ja. Steuern erhöhen, Kraftstoff erhöhen, Preise, dann CO2-Zertifikate wieder rumhandeln, dass wieder ein paar Millionäre entstehen. Am Klima wird das nichts verändern. Mhm. Und die Klimaveränderung ist eine bedingte Veränderung, die die Erde alle 15.000 Jahre macht. Und wenn wir in die Sedimentbohrungen, die gibt es ja, kann man ja angucken, in Museen und so liegen die Dinger, hineingeht, sieht man es eindeutig. Die Erde hat auch einen Wärme-Kälte-Rhythmus. Spirituelle Menschen reden davon, das Universum atmet die Erde ein und atmet aus, die Erde wieder aus. Und dann wird es wärmer oder kälter. Und jetzt sind wir in dem Zyklus, wo die Erdtemperatur sich im Schnitt um 2,5 Grad erhöhen wird. Und jetzt können wir demonstrieren dagegen. Ein Professor sagte mal zu mir, da können wir auch gegen Ebbe und Flut demonstrieren oder gegen Tag und Nacht. Ja. Es wird nichts verändern, es wird so kommen. Die viel intelligentere Lösung wäre doch, sich damit zu beschäftigen, wie können wir agieren, wenn es heißer wird. Welche neuen Pflanzen müssen wir nehmen? Ich sage immer Amaranth und Hanf.
Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, ja, dass das eure Rettung ist? Die können ja dreimal im Jahr ernten, halten 40 Grad Sonne aus und Amaranth ist eines der kräftigsten Getreidesorten, die wir auf der Welt haben. Ja. Und die andere Geschichte ist Veränderungen. Viehherden können wir nicht mehr ernähren irgendwann. Das Gras vertrocknet und das Wasser ist nicht mehr da. Also was müssen wir machen? Die Viehherden halbieren, mhm, und so weiter. Ist die eine Seite. Die andere Seite ist das Thema Schwingungserhöhung. Wir kennen das Wort Schumann-Frequenz. Die Schumann-Frequenz ist die Taktfrequenz der Erde und die Taktfrequenz unseres Gehirns. Mhm. Und wenn wir jetzt so im Universum ein bisschen gucken, welcher Planet schwingt wie, müssen wir feststellen, dass die Erde eigentlich im Universum, also in unserem Sonnensystem, der Tiefschwinger ist. Mhm. Und dann fragt sich natürlich jeder, ja, wieso? Ist der einzige Planet, der bewohnt ist, hat Grün, hat Pflanzenvielfalt und hat die tiefste Schwingung. Warum ist das so? Wenn wir schauen, alle Planeten, die hochschwingen, die stehen fast senkrecht. Also unsere Erdachse ist ja 23,4 Grad geneigt. So, was passiert jetzt? Die Achse richtet sich auf. Das wird nur nicht veröffentlicht, weil dann erklärt sich hier auch die Klimaveränderung. Stell dir eine Kugel vor, die so steht und hier ist ein Wärmestrahl. Mhm. Jetzt strahlt der in dem Zentrum natürlich, wenn das eine Kugel ist, hier am meisten hin. Wenn ich das jetzt hochdrehe, ist das nicht mehr da, wo es hingestrahlt wird, ja, sondern da. Absolut. Also wird es ja da wärmer. Ja. Weißt, es sind so einfache Dinge, die uns mit Unsinn verkaspelt werden. Ja. Und dann beginnt eine dritte Sache, wenn die Schwingung der Erde sich erhöht. Man redet im Moment schon, dass wir zwischen 14 und 20 Hertz sind. Der Erdneigungswinkel ist mittlerweile 22 Grad ungefähr. Also die Erde hat sich schon um 2 Grad aufgerichtet. Mhm. Menschen, die das nicht glauben, sage ich immer, und glauben heißt da nicht wissen, ne? Ja. Macht euch ein Bild, am besten im Sommer, geht ihr hin, am Uhrzeit, tut genau notieren, wo ihr steht und fotografiert, wo die Sonne über den Horizont kommt. Mhm. So, dann wartest du ein Jahr, bis zum nächsten Jahr am gleichen Datum, stehst an die gleiche Stelle und dann wirst du dich verwundern. Wirst die Veränderung sehen. Die kommt nämlich 5 cm weiter links plötzlich raus. Ja. Ja. So, somit hast du gesehen, dass sich da was verändert. Durch das geht die Schwingung hoch. Was bedeutet das für uns? In unserem Gehirn beginnt die rechte und die linke Gehirnhälfte immer mehr zusammenzugehen. Das heißt, diese Trennung, die wir jetzt haben, haben wir nur aufgrund der tiefen Schwingung. Bedeutet irgendwann, also ich sag's immer, geht dir mal richtig die Birne auf. Das heißt, Leute können plötzlich hell sehen, hell fühlen. Ja. Telepathie. Spüren ihre Information. Ich habe Menschen kennengelernt, die können bereits mit ihren Händen, der macht so, wuff, und dann fliegt das Glas vom Tisch. Mhm. Also unfassbar, was da für Fähigkeiten in den Menschen hochkommen. Ja. Und jetzt kommt wieder die eine Seite von Menschen, die ängstigen sich dann, oh Gott, was passiert da? Und die anderen nehmen das mit Freude wahr und fangen an zu experimentieren, was sie mit ihren Fähigkeiten anfangen können. Die Herzensverbindung zum Göttlichen, jeder hat da seine Vorstellung, wie das ist, ist auch sowas. Je mehr wir das leben, desto mehr werden wir zu Göttern. Und ehrlich, unter uns, wir sind ja unter uns, wir sind alles kleine Götter. Absolut. Wir wissen es noch nicht. Ja. Und das ist es, wenn wir das wieder entdecken, und schon sind wir wieder beim Lovetuner, er ist das Werkzeug, und ich kann den Menschen nur sagen, wenn ich darf, nutzt dieses Werkzeug, weil es ist für euch der Schlüssel zur bedingungslosen Liebe. Und wenn das auf unserem Planeten gewählt wird, keine Konflikte, keine Ängste, keine Schuldzuweisungen mehr und keine Probleme. Und ich glaube, da wollen wir hin. Absolut. Norbert, ich danke dir, dass du deine Weisheit mit uns geteilt hast. Es war mir eine große Ehre. Jetzt hast du, ob du willst oder nicht, einen neuen Titel, Vibration Master. Danke vielmals. Danke dir auch.